Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 37. Spieltag in der dritten Liga steht an. Hier habt ihr eine kleine Übersicht über die Spiele, die heute ablaufen werden. Da meine Tipps, ihr könnt auch gerne mit in den Kommentaren tippen, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich sag's bei den Konferenzen immer dazu, es ist schwierig in allen Stadien gleich oft und gleich viel zu sein. Das ist nicht möglich. Wenn euer Verein etwas vernachlässigt wird, dann ist das nichts Persönliches, sondern liegt dann an der Dramaturgie. Ansonsten lasst gerne später einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Es gibt jetzt eine Konferenz und dann zum 38. Spieltag auch nochmal eine Konferenz. Danke fürs Reinschalten auf jeden Fall. Jetzt geht's los und viel Spaß dabei. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Drittliga-Konferenz. Wir haben heute 10 Spiele parallel auf dem Plan. In Groß haben wir hier Meppen gegen Münster. Und im kleinen Kasten das Abstiegsduell schlechthin. Zwickau empfängt die Gäste aus Chemnitz. Also auch noch ein Ostduell, das da unten im Keller richtig wichtig sein wird. Und auf Münster eben, auf die Preußen, da wird es auch noch ankommen. Wir werden gespannte Blicke drauf werfen und schauen jetzt weiter. Wir sind hier zum einen in Rostock, da ist der KFC Uerdingen zu Gast. Hier handelt es sich nur noch um theoretische Chancen, ebenso wie im kleinen Kasten. Da ist es allerdings eher ein kleines Risiko. Der FC Kaiserslautern, der ist raus, weder nach oben noch nach unten geht was. Der hallische FC hingegen möchte die letzten Punkte sammeln, um drin zu bleiben. Unter Schnorrenberg sieht es aber gut aus bei den Hallensern. Das von hier und wir geben weiter. Landen in München. Der FC Bayern München 2 möchte gerne Meister werden in dieser Liga, wo sie doch schon nicht aufsteigen können. Da ist der MSV Duisburg zu Gast und die Meidericher, die wollen unbedingt in die zweite Liga zurück. Unten im kleinen Kasten haben wir noch Würzburg. Die sind zu Gast bei Viktoria Köln. Für Köln geht es um nichts mehr. Würzburg will die Punkte sammeln, um direkt aufzusteigen. Die Relegation bloß vermeiden. Wir haben noch 2 Spiele, in denen es tatsächlich um nichts mehr geht. Unterhaching gegen Jena ist eines davon, haben wir hier in Groß, und im Kleinen haben wir ja zumindest noch ganz, ganz theoretische Hoffnungen. 5 Punkte Rückstand für den TSV 1860 München auf den Relegationsplatz. Ist ja durch die Bayern alles etwas verschoben. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Heute zu Gast bei Groß Asbach. Groß Asbach schon abgestiegen, möchte sich mit einem schönen letzten Heimspiel sicherlich verabschieden. Aber das hier vielleicht etwas uninteressanter. Und jetzt schauen wir nochmal in den Aufstiegskampf. Da mischt insbesondere Braunschweig mit. Waldhof Mannheim ist zu Gast. Die Mannheimer haben sich in den letzten Wochen nach der Corona-Pause aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Und im Kleinkasten ist es Aufstiegshoffnung gegen Abstiegsangst. Magdeburg möchte da auch noch ein paar Fragezeichen wegräumen. 0:1 verloren gegen Groß Asbach am letzten Sonntag. Und Ingolstadt, ja, die sind top drauf. Die haben so am Sonntag noch gewonnen. Das soll es jetzt hier vom Überblick gewesen sein. Wir starten im Abstiegskampf in Zwickau. Da wären wir. Zwickau, wie gewohnt in den roten Trikots von links nach rechts gegen die himmelblauen Chemnitzer. Und es ist tatsächlich ein Abstiegsduell, wie es dramatischer kaum sein könnte. Aber Zwickau, wie viel Moral kann man haben gegen Braunschweig in der 90. das 1:2 kassiert, zweimal dann noch zugeschlagen, am Ende sogar gewonnen gegen einen Aufstiegsaspiranten. Und für Chemnitz ist es brutal wichtig, dass sie zumindest einen Punkt in Düsseldorf gegen den KFC Uerdingen geholt haben. Aber es wäre auch mehr drin gewesen. Momentan steht Zwickau noch hinter Chemnitz. Mit einem Sieg könnte sich das ändern. Chemnitz kommt hier ein wenig. Ball ist verloren. Wir schauen weiter. Sind in Münster und für Preußen Münster, ja, vielleicht Münster, Zwickau und Chemnitz die ärgsten Konkurrenten da im Abstiegskampf. Die sind punktetechnisch da richtig dicht aneinander und dann kommt Magdeburg eben irgendwann noch mit 43 Punkten, aber für Preußen Münster gilt es einfach selber, die Hausaufgaben zu machen. Dann auf die Konkurrenz zu schauen. Man könnte heute 42 Punkte sammeln. Es ist aber extrem schwierig gegen Meppen. Und da kommen sie. 10. Minute. Schulze Nihus muss gegen El Helve parieren.
Meppen, die sich gegen Ingolstadt gut schlugen, aber 0:2 doch verloren haben. Apropos Ingolstadt, die sind gegen Meppen aktiv. Nee, Meppen natürlich nicht. Gegen Magdeburg. Schauen wir hin. Der FC Ingolstadt hier in den roten Trikots. Die erste Phase hier noch relativ abtastmäßig unterwegs. Der erste FC Magdeburg pocht auf die Defensive. Die ist jetzt aber sehr weit offen. Wolfram allein im 16er. Maximilian Wolfram mit dem 1:0. 13. Spielminute. Magdeburg hinten plötzlich offen und der FC Ingolstadt nutzt das aus. Die Schanzer mit der frühen Führung. Keine Viertelstunde gespielt, aber Wolfram, das geht viel zu einfach. Darf Magdeburg so niemals passieren. Und Behrens kann nichts mehr ausrichten. Das erhöht auch den Druck auf die Konkurrenz im Aufstiegskampf. Der FC Ingolstadt pirscht sich da ganz Halle oben ran und wir schauen nach Halle. Da ist Kaiserslautern zu Gast. Und diese Gäste haben auch zugeschlagen. Manfred Starke mit dem 1:0 für den ersten FCK. Man will sich nochmal gut aus der Saison verabschieden. Und der hallische FC muss jetzt dann doch nochmal zittern. Schöne Spannabnahme hier von Starke, der den noch annimmt, dann raufwuchtet. Für Eisele ist hier nicht zu halten. Die Gäste führen mit 1:0. Halle hat jetzt eine große Aufgabe. Wir springen zurück in den Aufstiegskampf und zwar nach Braunschweig. Wo momentan der SV Waldhof Mannheim gut kommt. Diese Flanke hier aber vollkommen verunglückt. Was war das für ein bitteres Ende für Braunschweig in Zwickau? 3:2 eben verloren, wo man so spät noch den Führungstreffer erzielt hatte. Da wäre viel möglich gewesen. Was ist das für ein Querschläger? Ferrati, gehalten von Engelhardt, aber Coffey setzt sich durch. Braunschweig schlägt sich selbst. Das darf nicht wahr sein. Der SV Waldhof Mannheim profitiert hier von einem folgenschweren Fehler. Engelhardt erst noch mit der guten Tat, aber Coffey am reaktionsschnellsten. Oder es ist sogar ein Eigentor. Coffey wird erstmal in den Statistiken geführt. Hier steht es 1:0. Das kommt bei der Konkurrenz gut an. Beispielsweise in München, da ist nämlich ja der MSV Duisburg zu Gast. Kann man nicht anders sagen, aber die Bayern kommen. Kühn gegen Weinkauf hier in der 16. Minute. Weinkauf, der Ball wäre zwar vorbeigegangen, aber der muss sich hier peu à peu das Selbstvertrauen zurückerobern. Teilweise schwerwiegende Fehler fabriziert, die zu entscheidenden Gegentoren geführt haben. Jetzt ist er erstmal da und hält zumindest den Ball erstmal fest. Jetzt gibt's nach dieser Ecke eine Druckphase der Bayern. Duisburg kann sich da hinten nicht wirklich befreien. Kühn mit der Flanke, aber Weinkauf dazwischen fängt den Ball ohne Probleme ab. Die Bayern, die können frei von der Brust aufspielen. Es ist schon so oder so eine überragende Saison für den Aufsteiger. Tor in Köln. Das muss man ja auch sehen. Und jetzt ein Tor in Köln. Das wollen wir unbedingt sehen. 1:0 für die Würzburger Kickers. Es ist Luca Pfeiffer, der hier momentan in den letzten Wochen, in den letzten Monaten richtig zum Go-To-Guy wird. Mesenhöhler fast noch dran mit den Fingerspitzen, aber den Ball erreicht er nicht mehr. 1:0 für die Gäste. Für Viktoria Köln gilt es, sich nochmal zu präsentieren, bevor man dann in die zweite Drittligasaison in Folge starten kann. Da
ist man doch froh, dass man aus diesem breit gefächerten Mittelfeld wirklich den Durchschnitt rausgeholt hat und nicht nach unten noch irgendwie rankratzt, sondern wirklich alles schon erledigt hat. Also hier steht es 0-1, Viktoria Köln trotzdem gut im Spiel. Wir schauen wieder in andere Gefilde. Sind hier in Rostock. Für die Kogge geht es auch im entferntesten Sinne noch um den Aufstieg, also maximal um den Relegationsplatz, aber da muss die Konkurrenz schon arg mithelfen. Hier der KFC Uerdingen in den schwarzen Trikots erstmal im Abseits. Es ist von den Krefeldern wieder eine enttäuschende Saison und Rostock hinten raus jetzt doch immer mal wieder Punkte liegen gelassen, die man nicht liegen lassen darf, wenn man eben da oben mitspielen will. Und es dürfte vermutlich nicht mehr zum Relegationsrang reichen. Am Ende wird es die nächste Drittligasaison. Dann kann man vielleicht im nächsten Jahr wieder angreifen. Es ist keine schlechte Saison der Rostocker gewesen, aber eben wie angesprochen, Tor in Groß-Asbach, mehr drin gewesen. Und jetzt schauen wir nach Groß-Asbach, wo der TSV 1860 München in Führung geht und vielleicht diese Situation, dass Rostock da über ein 0-0 nicht hinauskommt, ist ja auch dementsprechend noch ein Konkurrent hier ausnutzen kann, hier ausnutzen möchte. Und es ist Dressel, der am Wochenende einen goldenen Tag erwischte. Also 1860 hält sich die theoretische Chance offen. Hier steht's 0-1. Wir wollen zur letzten Station gehen. Da waren wir noch nicht, in Unterhaching. Tatsächlich muss man aber auch dazu sagen, es geht hier für beide um nichts mehr. Der FC Carl Zeiss Jena schon seit Wochen abgestiegen und Unterhaching, die schwächeln auch zu viel. Der FC Carl Zeiss Jena hat aber gezeigt, dass sie sich nicht so leicht geschlagen geben. Es ist wirklich stark, was Jena da noch raushaut. 1-2 gegen die Bayern verloren, gut mitgespielt, 5-3 gegen Halle verloren, aber auch da eben 3 Tore gemacht, 3-mal zurückgekommen. Das sind Zeichen eines Tabellenletzten, die man sehen möchte in dieser Tor in Liga. Münster! Hier geht es aber tatsächlich um nichts mehr, ganz anders sieht das in Münster aus. Und es ist ein Stich ins Herz für Preußen Münster. Meppen geht mit 1-0 in Führung, Undaf macht den Treffer. Auweia Preußen Münster. Mit ganz viel Pech kann es ja heute schon vorbei sein. Undaf schließt ab. Löhmannsröben kommt zu spät. Und wie geht damit die Konkurrenz um in Zwickau? Es spricht ja für beide Mannschaften, Zwickau und Chemnitz. Einmal rüber ins Zwickau-Stadion. Ja, sollte hier Chemnitz gewinnen, dann wäre es das tatsächlich für Münster mit dieser Niederlage. Und auch ein Sieg von Zwickau würde da die Lichter ausschalten. Der Zwickauer FSV hatte gerade eben diese Riesenchance, die aber noch von Jakubow an die Latte gelenkt werden konnte. Und der Chemnitzer FC etwas glücklich. Turnhalle! 0-0 steht, Hosina fehlt ja gesperrt und jetzt holen wir uns den nächsten Treffer aus Halle ab. 0-2, Doppelpack Manfred Starke, das ist mal ein Zeichen hier vom ersten FCK. Der hallische FC, es ist brutal unwahrscheinlich, dass sie noch runtergehen, aber lieber aus eigener Kraft hier alles klar machen, gutes Gefühl haben, mit einem guten Gefühl hier aus der Saison rausgehen. Unter Schnorrenberg läuft es ja eigentlich momentan nicht. 0-2 hier, wir schauen nochmal nach Ingolstadt. Und Ingolstadt kommt über Elver, über die linke Seite. Magdeburg bekommt sich geklärt. Abschluss aus der zweiten Reihe, Behrens mit der Glanzparade, was der teilweise gehalten hat, ist schon sagenhaft.
Hier hält er seine Mannschaft im Spiel, verhindert das 2 zu 0. Elva hier. Und Behrens geht dann auf Nummer sicher, klärt zum Eckstoß. Kutschke, der angeschlagen raus musste. Zuletzt, der sitzt heute nur auf der Bank. Doch die beiden vorne, Eckart Ayensa und Kaya, machen das richtig gut. Da steht ja eben auch schon 1 zu 0. Wolfram, der sich jetzt den Ball zur Ecke hinlegt, hatte den Treffer erzielt. Eckball von der linken Seite. Elva kommt wieder kurz. Diesmal bekommt er ihn aber nicht auf den Elfmeterpunkt geschnippelt, aber nicht wirklich gefährlich. Wir schauen noch kurz drauf. Sollte sich hier draus nichts entwickeln. Moment. Nee, der ist zu weit. Dann gehen wir noch mal eine Station weiter. Wieder beim Topspiel Bayern gegen Duisburg und es ist nach wie vor der FC Bayern, der hier das Heft des Handelns in der Hand hält und der MSV Duisburg wirkt doch fast ein wenig nervös, aber es ist auch brutal spannend. Weinkauf kommt hier gut raus. Ganz wichtig, dass er sich den holt hier vom Fuß von Oji Vrid. So, weiterhin 0-0. Wir melden uns, wenn noch was passiert, bis zur Pause und wollen jetzt nochmal kurz nach Köln gehen, wo Würzburg führt. Und Würzburg ist auf einem richtig guten Weg, zurück in die zweite Liga zu gehen. Dieses 1-0 hier würde die eigene Kraft nochmal unter Beweis stellen. Nachspielzeit bereits angebrochen. Tor an Braunschweig! Und jetzt Tor an Braunschweig. Der Ausgleich würde auf Würzburg nochmal ein bisschen Druck ausüben. Coffee nimmt den Druck von Würzburg und legt ihn ganz woanders hin. Vielleicht auf die Schultern von Eintracht Braunschweig. Es steht 0 zu 2. Braunschweig offen in der Mitte. Das darf so niemals passieren. Und Coffee schließt dann ab vor Bayern Engelhardt. Und diese defensiven Unkonzentriertheiten, die sich bei Braunschweig jetzt durchziehen, sich gegen Zwickau endgültig gezeigt haben, davor gegen den Chemnitzer FC, war es auch extrem knapp bei diesem 2 zu 1 Sieg. Und jetzt liegt man hier 0 zu 2 zurück. 45 Minuten sind vorbei und jetzt ist hier Halbzeit. In Rostock läuft's aber noch. Ins Ostseestadion. Jetzt schnell. Ja, die einzige Partie, die noch läuft, die gibt's 3 Minuten drauf. Und Uerdingen kommt nochmal über die rechte Seite. Ibrahimay wird von Straight Daimal abgewehrt. Und Ibrahimay setzt nochmal nach. Und setzt einen drauf. Und setzt ihn rein. 1-0 KFC Uerdingen. Adam Straight zweimal dazwischen und dann ist Ibrahimay aber willensstark. Eins, zwei. Dann sagt er sich, nehme ich ihn nochmal runter. Hebe den Kopf. Schau Markus aus. Markus Kolke. Und den erreicht er dann nicht mehr. Ist fast noch dran mit dem Oberarm, aber zu kurze Distanz, als man hier dem Rostocker Schlussmann einen Vorwurf machen könnte. Das wäre es dann endgültig für Rostock und den Aufstieg. Es war vorher schon super unwahrscheinlich. Jetzt letztendlich ist es möglicherweise die finale Entscheidung gewesen. Aber es bleiben noch 45 Minuten. Wir schauen jetzt in der Halbzeit einmal kurz auf alle Ergebnisse und freuen uns dann auf weitere, hoffentlich spannende 45 Minuten in der zweiten Halbzeit. Bis gleich. Jo, das wäre dann einmal kurz die Übersicht über die Ergebnisse und die Tabelle dann auf der rechten Seite dementsprechend. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten will ich gar nicht lange rumlabern. Weiter geht's jetzt mit der zweiten Hälfte und viel Spaß dabei. Danke fürs Reinschalten.
Willkommen zurück in der zweiten Halbzeit der FC Bayern München. Hier zu Hause gegen den MSV Duisburg gefordert. Es steht 0:0. Der FC Bayern München ist momentan die Tabellenführung los. Das möchte man gerne anders haben. Aber für Duisburg ist es hier vielleicht aus Sicht eines Aufstieges noch wichtiger, den Treffer Tor zu erzielen. Tor in Ingolstadt! Und jetzt in Ingolstadt. Da macht die Konkurrenz wohl auch Druck. So schaut's aus. 2:0 für den FC Ingolstadt. Kaya mit dem Treffer. Und Magdeburg, der erste FCM, er muss nochmal ganz, ganz genau nach unten schauen. Was macht die Konkurrenz? Kaya alleine vor Behrens, der kann einem hier fast leid tun. Er erreicht diesen Ball nicht. Und so steht's hier 2:0. Das ist ein erheblicher Dämpfer für Magdeburg. Aber momentan erlebt diesen Dämpfer auch Münster. Die legen ja gegen Meppen zurück. Also ab ins Preußenstadion. Kann man wohl so sagen. Und der SV Meppen, er ist hier mächtig drauf. Sie spielen eine richtig gute Saison. Haben sich zwar etwas leise aus dem Aufstiegskampf verabschiedet, wohl auch etwas unfreiwillig, aber es steht ein Mittelfeldplatz mit gefühlter Tendenz, zumindest nach oben. Und hier gegen den SC Preußen Münster, so regional dieses Match auch klingt, ein Derby ist es wohl nicht, aber weit liegen diese Mannschaften nicht auseinander auf dem Globus. Nächste Möglichkeit, Schulze Nios hat den Ball. Wir schauen wieder nach Zwickau. Wo beide Mannschaften davon profitieren, dass Münster zurückliegt. Und für den Chemnitzer FC liegt hier gerade das 1:0 ein wenig in der Luft. Gute Möglichkeit hier. Und das 1:0 für den CFC. Das wäre Gold wert und würde Zwickau ins Tal der Tränen stürzen. Aber der FSV, der lässt sich auch so leicht hier nicht schlagen. Vor allem nicht hier zu Hause. Schröter über rechts. Die Flanke ist gut. Hut mit dem Kopf. Elias Hut, 56. Minute. Er hat das 2:2 erzielt. Konnte es selbst nicht glauben, konnte sich nicht richtig freuen, weil selbst das zu wenig gewesen wäre. Jetzt setzt er diesen Kopfball hier denkbar knapp am Tor vorbei. Und schauen Sie, wie er da zu Boden sackt. Das wäre die Riesenmöglichkeit gewesen. Tor in Großasbach. Und wir schauen erstmal weiter nach Großasbach. Der Ausgleichstreffer, Kai Brünker mit dem 1:1. Wir machen es relativ kurz. Asbach, wie gesagt, schon abgestiegen. 1860 würde sich mit diesem 1:1 meilenweit aus dem Aufstiegsrennen entfernen. Die Löwen, die bessere Mannschaft, aber Groß Asbach, die kämpfen leidenschaftlich. Am Sonntag gegen Magdeburg gewonnen. Für Magdeburg ging es dort um vieles, fast um alles. Und Groß Asbach war trotzdem dran und gewinnt dieses Spiel. Und das zeigen sie auch heute wieder. Sie schenken einfach nicht ab. Großen Respekt an die SGS. Der Dorfclub zeigt sich hier mal wieder von seiner allerfeinsten Turnhalle Seite, trotz des Abstiegs. Und jetzt schauen wir weiter nach Halle. Der 1:2 Anschlusstreffer, 57. Minute. Halle ist wieder da. Terence Boyd am zweiten Pfosten, aber auch völlig frei. Das ist ein defensiv äußerst fragwürdiges Verhalten. Und dann ist Boyd da. An dieser Stelle erzielt das 1:2. Halle ist wieder dabei. Und wie sieht es in Braunschweig aus? Können Sie nochmal anschließen? Es ist brutal schwer. Und Mannheim kommt schon wieder. Coffee fast mit dem Dreierpaar. Christiansen. Jetzt schmeißen sich hier immerhin alle rein. Korte mit dem Abschluss. Kein Problem für Engelhardt. Und schnell der Ball nach vorne. Eine halbe Stunde noch zu spielen.
Vor dem Spiel hätten sie mit einem Punkt sicherlich nicht leben können, die Braunschweiger. Heute würden sie ihn vielleicht sogar mit Kusshand nehmen. Er würde die Chancen auf den Aufstieg am 38. Spieltag nochmal deutlich erhöhen. Es sieht momentan einfach nicht gut aus, was die Braunschweiger Löwen hier machen. Es ist brutal schwer gegen diese Mannheimer, die auswärts lange Zeit, Monate, ja jahrelang unbesiegt waren, was zu holen. Das hat ein bisschen nachgelassen Tor an Zwickau bei den Mannheimern, aber jetzt schauen wir ganz tief in den Keller. Das 1:0 für den FSV Zwickau. Und Chemnitz. Chemnitz ist es, das ganz tief in den Keller schaut. Brutal. Der Ball hier im Spiel gehalten. Und dann Jakubow, der sich hier geschlagen geben muss. Hoheneder kommt einen Schritt zu spät. Und das ist brutal schmerzhaft für den CFC. Can Coşkun mit dem 1:0. Damit wäre der FSV Zwickau in der Tabelle an Chemnitz vorbei. Es ist so brutal, aber ein Treffer dreht hier wieder alles um. Aber die Himmelblauen müssen jetzt nochmal einen Zahn zulegen. Es sah gut aus nach Wiederbeginn, aber jetzt Tor an Unterhaching hinterher. Wir schauen kurz nach Unterhaching. Eins zu null für die Spielvereinigung, 67. Minute, das 1:0 geht hier durchaus in Ordnung. Der FC Karlsruhe Jena kämpft und ackert mal wieder leidenschaftlich, aber es soll heute wohl mal wieder nicht sein. Dominik Strohengel ist es ja mit dem linken Fuß, der das 1:0 macht. Aber hier geht es eben nur noch um die goldene Ananas. Dementsprechend schauen wir nach Köln. Da ist ja Würzburg zu Gast und für die geht es wirklich um einiges. Momentan mit diesem 1:0 sogar um die Meisterschaft, aber in erster Linie ist es wichtig, aufzusteigen. Wäre wirklich ein Traum für Würzburg. Einige Jahre nach dem Abstieg, den sie schweren Herzens mitnehmen mussten oder entgegennehmen mussten, verkraften mussten, dass es in diesem Jahr wirklich eine tolle Saison der Würzburger. Es sah lange Zeit eher mittelmäßig aus, man hat sich aber nie zu weit von oben entfernt und greift in den letzten Wochen richtig gut an, vor allem weil Kaufmann momentan der beste Spieler der dritten Liga ist. Da würde ich mich mal festlegen. Aber Viktoria Köln hat sich hier noch nicht aufgegeben und sie kommen. Abschluss von Wunderlich. Tor an Ingolstadt. 74. Minute und jetzt kommen wir nach Ingolstadt. Wird es da nochmal spannend? In der Tat, das Ergebnis zumindest lässt es vermuten, es steht nur noch 2:1. Und Magdeburg war hier schon mehrmals dran am Anschlusstreffer. Jetzt können sie ihn auch erzielen. Da ist es Jasula am zweiten Pfosten mit dem Kopfballtreffer vorbei an Knaller. Kommt nicht mehr ran. Also 2:1 hier. Könnte nochmal spannend werden. Und spannend ist es in München sowieso. Da ist ja nach wie vor der MSV Duisburg zu Gast. Nächste dicke Möglichkeit für die Bayern hier. Ganz viel Glück für den MSV in dieser Szene. Das hätte tatsächlich das 1:0 sein können. Und das hätte sehr dolle wehgetan. Auch wenn Braunschweig parallel nicht zum Sieg kommt, Würzburg und Ingolstadt führen. Und das würde den MSV hier nochmal richtig aus der Bahn werfen. So bleibt weiterhin alles offen. Wir warten hier noch auf den ersten Treffer der Partie. Vielleicht bleibt er uns auch verwehrt. Wir können es nicht genau sagen. Was wir aber ganz genau sagen können, ist, dass wir gleich, wir schauen noch kurz drauf, nach Braunschweig geben würden. Köhn abgewehrt. Weinkauf hat den Ball. Also nach Braunschweig. Riesenmöglichkeit gerade für Proschwitz. Vor einigen Augenblicken
zum Anschlusstreffer, aber es war zu wenig. 10 Minuten noch hier auf der Uhr. Es dürfte Tor an Zwickau. Hände nicht mehr reichen und jetzt nochmal schnell nach Zwickau. Ist das Ende in dieser Partie? Fabio Vittoretti mit dem 2:0. Und der Chemnitzer FC, er geht zu Boden. Hoheneder bekommt fast noch den Fuß oder die Wade da rein. Vittoretti aber zu straff geschossen. Jakubow kommt nicht ran. Wow, 2:0 hier. Aber in Zwickau ist ja einiges möglich in der Schlussphase. Tor an Münster. Das wissen wir. Und jetzt schauen wir Münster. Ist das der Ausgleich? Das würde Chemnitz richtig wehtun. Nein, es ist aus der Sicht zumindest etwas Entwarnung für den CFC. Und bedeutet für Preußen Münster ein Tiefschlag, der möglicherweise am 37. Spieltag schon sitzt zum K.O. Es ist das 0:2. Turn Rostock! Kleinsorge macht das Ding und wir schauen nochmal nach Rostock. Das 1:1, 82. Minute, die Kogge schlägt nochmal zu. Es ist Schärf mit dem Treffer. Setzt sich da dann etwas ab. Verhuck mit der Vorlage, richtig gut gemacht. Und Schärf zum 1:1. Und ja, man muss jetzt vielleicht auch ein bisschen spinnen. Sollte Rostock hier noch einen Treffer fallen und erzielen und dann parallel alles glatt laufen. Vielleicht ist da noch die Relegation möglich, aber es ist dermaßen unwahrscheinlich. Rostock ist in erster Linie froh, hier erstmal das 1:1 erzielt zu haben und vielleicht am Ende im oberen Tabellendrittel zu landen. Das wäre schon ein großer Erfolg, um dann nächstes Jahr möglicherweise noch eine Stufe weiterzugehen. Also für den KFC Uerdingen ging es ja hier eh um nichts mehr. Für den FC Hansa Rostock noch um die theoretische Chance. Und jetzt schauen wir nach Köln. Der Ausgleich. Wunderlich in der 84. Minute und das tut den Würzburgern weh. Der Sieg heute hier wäre so ein großer Schritt in Richtung Aufstieg, vor allem in Richtung direkten Aufstieg. Aber Wunderlich hat etwas dagegen und unterstreicht nochmal die Moral, die Viktoria Köln hier an den Tag legt. 1:1. Pavel Dotschev spendet Applaus. Wir melden uns, wenn was passiert und schauen jetzt nochmal nach Ingolstadt. Kommt Magdeburg noch zum 2:2? Es ist denkbar. Kvesic schlägt sich den Ball zurecht zum Eckstoß von der rechten Seite. Die Blauen laufen hier jetzt richtig an. Schrück köpft den Ball erstmal raus. Magdeburg bleibt drin. Kvesic, Jasula, Kurzpassspiel. Wann kommt der Ball in die Mitte? Wäre wichtig. Und Kostli wird da laufen gelassen. Thalhammer dazwischen. Nächster Eckstoß. Das Zittern auf beiden Seiten ist zu spüren. Für Magdeburg könnte diese Saison noch tragisch enden. Dieses Missverständnis mit Pele Wollitz. Neuer Trainer jetzt, neue Hoffnung, aber man ist noch nicht raus da unten. Nächste Möglichkeit, Gauss klärt auf der Linie, Kvesic. Magdeburg kommt einfach nicht durch. Bei einem Tor würden wir uns melden. Denn nochmal schnell nach München. Skipper Nick hier mit dem MSV Duisburg. D-Zug nach vorne. Engin. Ball geklärt. Hälfte der Nachspielzeit ist auch schon abgelaufen. 2 Minuten ist ja nicht so großzügig bemessen, aber viele Unterbrechungen gab es nicht. Böder bringt den Ball rein. Feldhahn klärt. Engin zu Albutat. Der wird doch nicht! Der wird doch nicht!
Tim Albutat wird dritte Minute der Nachspielzeit das 1:0 für die Gäste. Es ist nicht zu glauben. Und was für ein Tor vor allem. Was für ein Tor. Sie kriegen es nicht geklärt. Und dieser Abschluss. Ich weiß nicht, ob der noch abgefälscht ist. Ron Torben Hoffmann sieht da etwas unglücklich aus. Nee, keiner mehr dran, aber wie der sich wegdreht. Verdeckter Schuss. Boah. So kann man in der dritten Minute der Nachspielzeit ein Zeichen an alle Konkurrenten senden. Ingolstadt, Braunschweig, Würzburg, zieht euch warm an. Der MSV Tor in Groß-Asbach. Ist wieder da. Und jetzt schauen wir nochmal schnell nach Groß-Asbach. Das 1:2, 94. Minute. Bitter für Groß-Asbach, die wirklich einen leidenschaftlichen Kampf hingelegt haben. Und die Münchner Löwen erzielen durch Prinz Osei Owosu den 2:1 Siegtreffer. Frommann geschlagen. Es wird am Ende nur eine kosmetische Entscheidung auf dem Tableau durch diesen Treffer geben. Aber trotzdem, der TSV 1860 München schenkt hier auch in der Nachspielzeit und darüber hinaus nicht ab. Und das war's. Groß-Asbach verliert mit 1:2. Die Münchner Löwen schlagen ganz spät zu und holen sich hier die drei Punkte. Wir schauen gleich gemeinsam nochmal aufs Tableau, was das denn hier jetzt wirklich bedeutet. Aber bevor wir das tun, wollen wir nochmal den Sieger im Abstiegskampf beglückwünschen. Das ist heute eindeutig der FSV Zwickau. Münster verloren, Chemnitz geschlagen, Magdeburg verloren, Halle verloren. Mehr kann ein Ergebnis nicht nach "Wir wollen weiterhin dritte Liga spielen" schreien. Und für Chemnitz wird es am 38. Spieltag dann richtig dramatisch. Also jetzt nochmal alle Tore im Schnelldurchlauf und dann der Blick auf die Tabelle. Bis dahin und bleiben Sie sportlich. Auf die Defensive, die ist jetzt aber sehr weit offen. Wolfram allein im 16er, Maximilian Wolfram mit dem 1:0. 13. Spielminute, Magdeburg. Und diese Gäste haben auch zugeschlagen. Manfred Starke mit dem 1:0 für den ersten FCK. Man will sich nochmal gut aus der Saison verabschieden. Und der hallische FC muss jetzt dann doch nochmal zittern. Was ist das für ein Querschläger? Ferrati, gehalten von Engelhardt, aber Koffi setzt sich durch. Braunschweig schlägt sich selbst. 1:0 für die Würzburger Kickers. Es ist Luca Pfeiffer, der hier momentan in den letzten Wochen, in den letzten Monaten richtig zum Go-To-Guy wird, wo der TSV 1860 München in Führung geht und vielleicht diese Situation, dass Rostock da über ein 0:0 nicht hinauskommt, ist ja auch dementsprechend noch ein Konkurrent, hier ausnutzen kann. Und es ist ein Stich ins Herz für Preußen Münster. Meppen geht mit 1:0 in Führung. Undav macht den Treffer. Auweia Preußen Münster. Mit ganz viel Pech kann es ja heute schon vorbei. 0:2. Doppelpack Manfred Starke. Das ist mal ein Zeichen hier vom ersten FCK. Der hallische FC. Es ist brutal unwahrscheinlich, dass sie noch runtergeht. Koffi nimmt den Druck von Würzburg und legt ihn ganz woanders hin. Vielleicht auf die Schultern von Eintracht Braunschweig. Es steht 0:2. Braunschweig offen in der Mitte. Ja, die einzige Partie, die noch läuft, die gibt es 3 Minuten drauf. Und Uerding kommt nochmal über die rechte Seite. Ibrahimay wird von Straight Daimal abgewehrt. Und Ibrahimay
setzt nochmal nach und setzt einen drauf. Und so schaut's aus. 2:0 für den FC Ingolstadt. Kaya mit dem Treffer. Und Magdeburg, der erste FCM, er muss nochmal ganz, ganz genau nach unten schauen. Der Ausgleichstreffer, Kai Brünker mit dem 1:1. Wir machen es relativ kurz. Asbach, wie gesagt, schon abgestiegen. 1860 würde sich mit diesem 1:1 meilenweit aus dem Aufstiegsrennen entfernen. Der 1:2 Anschlusstreffer, 57. Minute. Halle ist wieder da. Terence Boyd am zweiten Pfosten, aber auch völlig frei. Das ist das 1:0 für den FSV Zwickau. Und Chemnitz. Chemnitz ist es, das ganz tief in den Keller schaut. Brutal. Der Ball hier im Spiel gehalten. 1:0 für die Spielvereinigung, 67. Minute, das 1:0 geht hier durchaus in Ordnung. Der FC Karl Zeiss Jena kämpft und ackert mal wieder leidenschaftlich, aber es soll heute wohl mal wieder nicht sein. Dumm. In der Tat, das Ergebnis zumindest lässt es vermuten, es steht nur noch 2:1. Und Magdeburg war hier schon mehrmals dran am Anschlusstreffer. Jetzt können sie ihn auch erzielen. Da ist es Jasula. Ist das Ende in dieser Partie? Fabio Vittoretti mit dem 2:0. Und der Chemnitzer FC, er geht zu Boden. Nein, es ist aus der Sicht zumindest etwas Entwarnung für den CFC und bedeutet für Preußen Münster ein Tiefschlag, der möglicherweise am 37. Spieltag schon sitzt zum K.O. Es ist das 1:1, 82. Minute, die Kogge schlägt nochmal zu, es ist Schärf mit dem Treffer. Setzt sich da dann etwas ab. Der Ausgleich. Wunderlich in der 84. Minute. Und das tut den Würzburgern weh. Der Sieg heute hier wäre so ein großer Schritt in Richtung Aufstieg. Vor allem in Richtung direkten Aufstieg. Ja, nicht so großzügig bemessen. Aber viele Unterbrechungen gab es nicht. Böder bringt den Ball rein. Feldhahn klärt Engin zu Albutat. Der wird doch nicht! Tim Albutat wird! Dritte Minute der Nachspielzeit. Das 1:2, 94. Minute. Bitter für Russ Asbach, die hier wirklich einen leidenschaftlichen Kampf hingelegt haben. Und die Münchner Löwen erzielen durch Prinz Osei Owusu. Bis dahin und bleiben Sie sportlich. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Einmal kurz die Ergebnisse im Überblick und hier seht ihr nochmal einmal die Tabelle. Drückt gerne Pause, dann könnt ihr euch das genauer anschauen. Auf jeden Fall einige spannende Konstellationen und extrem eng und dramatisch. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann zum 38. Spieltag spätestens nochmal wieder mit einer Konferenz. Bis dahin und adios.